Moin, moin Leute, herzlich willkommen zum FIFA Orakel und heute haben wir natürlich mal wieder eine Delikatesse für euch hier vorbereitet. Brasilien absolut gegen Kanada. Aber die Frauen, Leute! Wer hätte damit gerechnet, oder? Ich nicht. Ich auch nicht. Das wird richtig geil, Leute, ohne Abseits. Das mal Martha. Richtig. Was? Martha heißt die eigentlich. Ah, okay. Ja, das sieht doch gut aus. Das sind ja alle Brasilianerinnen. Ui, die ist aber nicht so gut wie die andere. Ui. Ne, die hatten da irgendwie eine 70er, aber ich hatte noch eine 82er, deswegen habe ich die jetzt aufgestellt. Vernünftig. Wir gehen hier nämlich nicht nach dem Aussehen, Leute, so wie andere Leute immer spielen. Ne, das ist mir... Wir gehen nur nach klassischen Werten. Nach Werten. Sesselmann ist auch ein schöner Nachname. Und ich habe Wilkinson im Team. 10 Sekunden noch, Goro. Das ist doch der Rasierer. Ja, ja, das ist der Rasierer. Das ist der Sponsor von mir. So, ich bin gespannt. Frauen. Oh, richtig gut geschossen am Anfang. Jo, ich habe vorbeigeschossen. Ich auch, aber richtig. Aber es liegt natürlich an uns, Leute. Es liegt nicht an den Frauenteams. Oh, der war geil. Wie gesagt, die haben ja schon fast bessere Wertungen als teilweise die Männer, ne? Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Die Amerikaner spielen ja echt viel mit den Frauenmannschaften. Echt? Ja. Und bei in Gesamt FIFA ist die amerikanische Frauenfußballnationalmannschaft, glaube ich, die 8-beliebteste Mannschaft oder so. Oh, komm, den Pass hätte ich eh zu spät gespielt. Das hat mich schon sehr überrascht, dass die so beliebt ist, die Mannschaft. Aber gut, die Amis... Oh Gott, nein, das 1:0 so früh, aber es ist nicht... Passiert. Aber es ist nicht das schnellste Tor, wollte ich eigentlich erst sagen. Ja, aber bei den Amis, also... Bei den Amis ist es ja auch eher bei den Frauen populär, Fußball, ne? Das stimmt. Ah, ich freue mich, ey. Ich glaube, wir haben die Frauen echt schon lange nicht gespielt. Irgendwann im Stream hatten wir es mal gemacht. Ja, oh. Aber FIFA war noch neu draußen. Und ja. Wir haben es... Oh, Leute! Haben die gespielt. Kanadier jetzt hier die Möglichkeit? Bei Gamescom haben wir auch mal Frauen stimmt. Luciana! Vor- oder Nachname, fragt man sich da. Beides. Luciana, Luciana. Luciana, Luciana. Ist eine Brasilianerin, das könnte sogar wirklich sein. Grätsch ich um. Okay, dann halt nicht, wenn er mir den Ball wehrlos überlässt. Alter, du hast meiner voll den Fuß fast weggezogen. Die dürfen das, die Frauen. Ja, ich bin halt, ich muss mir erstmal dran gewöhnen, dass man halt jetzt hier ohne Abseits, das ist echt... Guck, guck, guck! Martha! Oh, McLeod, ey. Hä, hat die das Spiel nicht verstanden? Ich find's aber geil, wir haben die Regeln falsch. Du kannst sagen, was du willst. Ich finde es cool, wie die Haare sich meistens bewegen. Das habe ich gar nicht mal so schlecht gemacht. Das kannst du auch haben, wenn du dir einfach mal zum Beispiel Ibrahimovic holst. Obwohl, nee, der hat ja oft seinen Dingens jetzt, ne? Sein ja. Zopf. Das haben die doch auch hier. Die spielen auch nicht mit offenen Haaren. Scheiße. Ja, aber Ibrahimovic hat doch diesen Man-Bun, oder wie das heißt. So wie also, sie da rechts. So wie sie, ja. Ja, ja, genau. So wie Sesselmann. Lauren. Hey, was ist denn los? Schmidt. Das sind alles Deutsche. Ja, ne, ist mir auch gerade. Oh, Goro, ey, das habe ich gerochen. Fehler. Wer es hat zuerst gerochen, ey. Lewinsky, zack. Ja, ins Ausgespielt. Lauf doch nicht, deine Ausdauermädel. Deine Ausdauermädel. Ist aber nur ein Freundschaftsspiel, geht ja um nichts. Das geht hier um Ehre. Ruhm. Oh, die hat schon gelb, scheiße. Oh, die Brasilianer drücken, ey. Berühr ihn noch. Danke. Ah, ne, schade. Hätte ich dir gegönnt. Na, nice one. Oh Gott, aus zweiter Reihe. Da kann der Torwart das nie sehen. Ich hasse es. Ihre Haare. Hast du das gesehen? Oder war das nur... Weil du rückwärts gegangen bist, glaube ich. Ah, shit, ey. Ach nee, die hat einfach... Hä? Wieso hat die so? Ich weiß es nicht. Das sieht komisch aus. Aber wer bin ich, dass ich darüber urteile? No. Du weißt ja gar nicht, was der letzte Schrei in Brasilien ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, was der letzte Schrei generell ist bei Frisuren.
Aha! War nicht so cool. Oh, die hat doch schon gelb. Ey, wieso kriege ich immer nur die gelb? Schon hat. Oh Mann, da wollte ich nochmal rüberlegen. Ich wollte es dann so schön machen, wenn ich einzelne Führung. Ich mache es immer so schön. Boah, der war gut. Oben! Oh, zieh, Mädel! Dass sie das nicht mitkriegt. Ich habe ja auch in einer anderen Sprache gerufen. Ah. Wuhu! Wow. Ja, lauf doch hin dann. Gero denkt, er kann dribbeln, oder wie? Ist ja Brasilien. Absolut. Ist ja egal, ob Frauen oder Männer sind. Die können immer dribbeln. Da ja, sie wieder, die das Tor gemacht hat. Ich hasse die. Ich hasse sie. Esselmann. Oh, ja, wieso machst du mir da alles auf? Verlass ruhig die Formation, Mädel. Ah, hat sie nochmal gut gemacht, Monika. Hat sie dann doch nochmal. Aber das war krass, ey. Vor allem, ich gehe offensichtlich durch die Mitte und alle rennen einfach zur Seite. Ah, Goro spielt besser. Frauen liegen mir halt besser. Ja, ich bin ja halt der Schalke-Fan. Die Schalker Frauen-Nationalmannschaft. Die Frauenmannschaft von Schalke. Komm, jetzt mach das Ding. Ey! Ich wollte beim. Komm, die hat immer noch den Ball, okay. Dann soll sie es auch machen. Oh nein! Oh, ich zerdrück gerade meinen Controller hier. Die sieht aber richtig jung aus. Also, ich weiß nicht, ob es an FIFA liegt oder ob die halt wirklich jung ist. Wie sie da am Trikot gezogen ist. Ja. Da kannst du nur noch hinterher gucken. Die Diana hat zugestochen. Matthäus. Das war der Lodder. Der Lodder. Der hat vielleicht auch zugestochen, ja. Wenn die wirklich so jung ist. Ja, bestimmt verheiratet. Rosiana. Rosana kenne ich nur. Und da. Oh, rot. Das muss rot geben. Die wäre durch gewesen. Das ist rot. Das war letzter Mann oder letzte Frau. Ey, direkt. Alter, tritt er die voll um, ey. Nein, das war nix, sagt sie. Hast du denn Augen im Kopf? Noch eine rote Runde drauf. Doppelrot. Alter. Schade, ey. Hätte ich, glaube ich, eine gute Chance gehabt durch. Nein, ich spiele besser mit einem Mann weniger. Ich nie. Aber du hast ja auch eine Frau weniger. Ich finde das ziemlich diskriminierend, dass du immer sagst, einen Mann weniger. Oh! Schade. Aber meine eine hat ja auch schon gelb hier. Ja, die krieg ich auch noch. Komm. Schmidt! Ach, Goro! Ja, geh nicht hin, Mädel. Oh nein, wieso denn nur noch die gelbe, die Sessel vorzerrissen? Oh, jetzt kommt die Flanke des Todes. Ey, hier, gelb nochmal. Total aus dem Tritt gebracht. Ja, und? Fuck. Oh, gut gemacht. Lauf, Mädel! Den Claire. Ah, nice one. Also von dir. Nein. Komm, pfeif doch ab jetzt. Nein, lass mir noch das 2-1 machen jetzt. Cool. Nein, das war doch nicht in der Worte. Wie lange lässt sie das? Oh, ja, die weiß ich auch nicht. Aber die Schiedsrichter haben eh keine Ahnung. Die haben auch schon mal abseits gefiffen. 50-50. Aber ich habe auch nur 2 Schüsse aufs Tor, Leute. Muss man mal ehrlicherweise sagen. Ich habe eine Rode. Ja, was ist jetzt los? Was machen wir da? Was mache ich denn jetzt mit einer Roden? Ich muss hier natürlich jetzt auf die Personalie bei Sesselmann reagieren.
Ist ganz klar. Ein guter Trainer muss da reagieren, Freunde. Was mache ich denn hier? Rage Quit. Der Börsengang. So, eigentlich müsste doch immer einer jetzt freistehen von mir. Rein von der Mathematik her. Ah, Lauf! War das abseits? Ich glaube, ja. Boah, dass ich mich da dezimieren lassen hab. Ja gut, aber der war auch schon böse. Das ist echt richtig... Ja, Luciana. Das hätte nicht sein müssen, das Foul. Komm schon! Oh! Da kann man auch mal einen Tanz aufführen. Da ist die eine wieder voll sauer von dir. Aber schönes Passspiel, ey. Passstaffette und dann haben wir sie aber gefunden. Abseits, glaube ich, Ohne Abseits haben wir gesagt. Belanger, Leute. Oder Belange, kann natürlich auch sein. Guck dir den an. Oh, no, no, no. Jetzt dribbelt er sich ja durch. Mann, 2-2, das wäre alles wieder drin. Jetzt aber. Faulen! Wow! Schwein gehabt, Mann. Das wäre so ein krasses Ding geworden. Hätte ich auch, glaube ich, lieber einen Fallrückzieher gemacht an deiner Stelle. Wie soll ich das denn beeinträchtigen? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, wäre ich dann so ein schlechter FIFA-Spieler. Boah, da will er die nächste Karte, ne? Ey, der bettelt, Junge, der bettelt. Marta. Mhm. Nochmal Maurine. Die ist gut drauf heute, die hat er schon einen. Rein. Yo! Oh, guckt euch das an, Leute, wie der Grants hier sich durchlackt. Oh, Luciana, hält er dich nochmal im Spiel? Boah, ey, er war auch nicht 100% sicher. Passt auch, Leute. Und da steht er auf einmal frei fast. Oh, sie, Entschuldigung. Wollte hier niemanden diskriminieren. Außer Goro. Und... Oh! Luciana, ey. Weltklasse heute, die Frau. Fast so gut wie Kahn. Oh, was macht die denn? Oh, was ist das gewesen? Ich meine, gut, da ging auch schon wieder so ein richtiger Bock irgendwie von deinen Spielern zuvor, aber trotzdem ärgert man sich dann in so einer Situation. Und, ja komm! Oh! Elfmeter! Alter, ey, wie ist die an den Ball gekommen auf einmal? Ich glaube, das sind wirklich immer die Fernschüsse, die hier am gefährlichsten sind bei den Frauen. Ich glaube, ah, schade. Komm, da musst du doch stehen. Rosanna, ey. Typ Eis, Psycho. Oh, fuck it. Jetzt lasse ich mir meine ganze Abwehr wieder... Oh, den kriege ich nicht mehr. Oh, McLeod. Boom. Hat sie richtig gut gemacht. Hä? Den hast du so geschossen? Okay, ich dachte, die wäre da dran gewesen. Hätte ich drauf gewettet. Alleine beide so, hä? Oh, jetzt, Leute, jetzt wird's nicht mehr gefährlich, schade. Oh, fuck it. Das wird richtig böse und guck mal, da unten gehen sie auch noch mit. Oh, nein. Nein, 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 nein. Okay, und jetzt komm. Gegenangriff, Gegenangriff. Lauf. Komm schon. Ah. Oh, hallo. Hi.
Ey, kannst du mal aufhören, an meinem Trikot zu ziehen? Das ist ja wohl eine Frechheit gewesen. Ja, zu Recht, Freunde. Des guten Geschmacks, ey. Wo rennt die denn hin? Ah, fuck. Oh. Einwurf like a pro. Ja, nicht jetzt wieder die Klischees bedienen, aber... Nein. Dulu! Ah, oh, sehr gut gemacht. Chapman! I'm a Scatman! Versuch was wert. Ja. Ich verstehe bis heute nicht, warum der eine da, da warst du doch nochmal dran. Ich dachte eigentlich auch. Ach dann. Komm schon. Oh! Ey, guck mal, wie er zieht, Leute. Er kriegt nichts anderes gebacken, ey. Außer am Trikot ziehen. Ja, sagst du. Wenn meine so lahmarschig ist, kann ich doch nichts für. Oh, nach da hinten. Oh, ja. Was soll dieses da? 85. Freunde. Ach, können wir auch mal hinten rumspielen. Ja. Nein, mach ich nicht. Alles nach vorne jetzt. Ja, bloß nicht hingehen. Könnte ja sein, dass wir jetzt irgendwie das sicher eintüten oder so. Das war doch Kacke von der. Hä? Wilkinson. Oh, oh. Ey, wenn meine diese blöden Ausfallschritte nicht gemacht hätte, ne, wäre das ganz anders gekommen. Oh, scheiße, jetzt ist die da vorne. Dränge sie ab! Nein, nein, nein! Nein, 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 Goro! Nicht so ein Lack, den jetzt. Weg damit! Abpfiff! Nicht so lang wie bei der... Ja! Kanada, Leute! Oh, Kanada! Oh, Maybelline, ey. 2-1, ey. Haben aber ein ganz gutes Spiel eigentlich gemacht. Was glaubst du, Goro? Wie wird diese Partie in echt ausgehen? Boah, keine Ahnung. Ich glaube, wir mitkriegen diesmal. Oh, ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, was ihr sagt, dass wir hier auch mal die Frauen euch präsentieren. Und ja, war doch ein gutes Spiel. Hat auch Spaß gemacht. Jo. Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.